Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und Sie wissen, hier lade ich mir immer ganz besondere Gäste ein. Heute ist bei mir zu Gast die Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung, Cornelia Itzer. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Brinkmann. Haben Sie Spaß gehabt dieses Jahr? 2015, war es erfolgreich? Durchaus, es war ein gutes Jahr für Berlin, für den Wirtschaftsstandort. Er ist wieder überproportional, das heißt stärker als der Bundesdurchschnitt gewachsen. Und man hat im Laufe des Jahres so viele interessante Leute getroffen. Ja, warum? Die wollen alle nach Berlin, ne? Absolut. Ich vermutete ursprünglich, die kommen nur ihretwegen. Ist doch so, oder? Berlin zieht die Talente aus aller Welt an und auch die Investoren. Das trifft gut zusammen. Bei fast jedem Investitionsgespräch wird mir gesagt, ein Grund, warum man nach Berlin kommt als Unternehmen, ist die große Zahl an qualifizierten Menschen, die hier in der Stadt sind oder die jederzeit bereit wären, nach Berlin zu kommen. Also viele Unternehmen setzen auf Berlin, weil sie hier die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Aber ein kleiner Wermutstropfen, es sind immer noch Unternehmen, die nicht Industrie sind, sondern es sind immer noch kleine, mittlere. Herr Brinkmann, da widerspreche ich Ihnen nur ungern, wie Sie sich vorstellen können. Aber wir müssen uns klar machen, dass Berlin wieder zurück ist auf der Landkarte der technologiestarken Industriestandorte. Denken Sie an die Ankündigung von Daimler, eine 500 Millionen Euro nach Berlin zu bringen. Ich war letzte Woche im Werk in Marienfelde, wo schon ein großer Teil dieser Mittel in die Umsetzung gekommen ist. Da wird gebaut, da werden neue Technologien für den Weltmarkt aus Berlin zur Verfügung gestellt. Da geht es um eine neue Technologie, die in jeden Ottomotor kommt. Da schauen Sie BMW, das Motorrad. Es geht um in der Tat CO2-Minderungen mit Technologie aus Berlin. Genau das, was wir wollen. Und Mercedes ist da ein Beispiel. Nehmen Sie BMW, das Motorradwerk. Weiß-Blau auf zwei Rädern kommt aus Berlin, das kann man so sagen. Auch hier werden über... Das wissen die meisten nämlich nicht. Das wissen dass die meisten BMW-Motorräder, nicht. Die bayerischen Motorenwerke hier in Berlin ihre Motorräder bauen. Und dieses Unternehmen, BMW, investiert über 100 Millionen Euro ebenfalls am Standort Berlin. Cisco, ein weltweit großer Anbieter im Bereich Internet der Dinge, hat gerade ein globales Forschungslab auf den Euref Campus gebracht. Also Industrie ist auch wieder da. Wir haben eine starke Digitalszene, die Digitaleinheiten internationaler Unternehmen nach Berlin zieht. Das ist doch großartig. Ja, Mittelstand braucht, und große Man braucht für zusammen. Diese Forschung ja auch keine großen Flächen. Ja, manche sind in Amerika in der Garage angefangen, wie wir wissen. Wie viele Garagen haben Sie denn noch frei für solche zukünftigen Milliardäre? Jeder, der eine Technologie im Kopf hat, wird in Berlin auch Platz finden. Das werden wir auch als Wirtschaftsverwaltung begleiten. Wir haben es 100, ja tausendfach in diesem Jahr getan. Hier wächst ein neuer Mittelstand heran. Einige sind ja inzwischen aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Zalando ist immer das große Beispiel eines Technologieunternehmens, das in Berlin groß geworden ist und dann den Börsengang gewagt hat. Aber nehmen Sie auch einmal Nokia hier. Die großartige Nachricht in dieser Woche, dass drei große Automobilhersteller hier einsteigen werden. Das war vor wenigen Jahren noch ein Start-up, Gate 5. Nun wird aus Berlin heraus durch hier letztendlich die Technologie geliefert werden, die automatisiertes Fahren möglich macht. Und das Wort hier, was Sie gerade gesagt haben, ist nicht das deutsche HIR, sondern das englische HERE und bedeutet die Technologie. Was ist denn das? Ist das die automatische Blindsteuerung des Autos oder was wird da jetzt entworfen? Die Zukunft des Autos aus Berlin, stelle ich mir gerade so vor. Es ist die Datenbasis, die hier zur Verfügung gestellt wird.
heute bereits Navigationssysteme, die Sie in vielen Autos finden. Eigentlich kann man sagen, jedes Auto braucht die Technologie von hier, um das Navigationssystem betreiben zu können. Und so werden zusätzliche Anwendungen, automatisiertes und in einigen Jahren autonomes Fahren möglich machen. Und diese Technologie kommt von hier. Und wann werden Sie das erste Autofahren quasi so zum Vorzeigen? Die Wirtschaftssenatorin, die Senatorin für Forschung und Technologie, ja, kommt an und liest beim Autofahren Zeitung. Autonomes Fahren ist ja auf begrenzten Strecken heute schon möglich. Sind Sie schon mal? Ja, selbstverständlich. Ehrlich? Haben Sie Zeitung dabei gelesen? An der FU in Dahlem wird ja ein solches Auto entwickelt. Das habe ich schon vor weit über einem Jahr fahren dürfen, damals in Dahlem. Inzwischen fährt es auch durch die Stadt. Diese Woche ist es mit dem regierenden Bürgermeister ehrlich, durch Frau Berlin Senatorin. Gefahren. Aber wissen Sie, was noch besser ist? Es ist durch Mexiko mehrere tausend Kilometer gefahren. Ja, das zeigt, es funktioniert. Ehrlich, was war denn Ihr Bauchgefühl, als Sie gefahren sind? Hatten Sie ein bisschen so gerummeln und so? Überhaupt nicht. Augen zugemacht, also nach dem Motto, hoffentlich passiert nichts. Wir müssen, wie fühlt man sich? Wir müssen natürlich sehen, dass diese Technologien durchaus Sicherheit bieten, die ein unaufmerksamer Autofahrer nicht bietet. Wir brauchen Verlässlichkeit, deshalb lege ich ja auch Wert darauf, dass die Stadt eine Ausstattung mit digitaler Infrastruktur, mit neuen Mobilfunkstandards wie 5G in Testfeldern bekommt, damit Echtzeitdaten zur Verfügung stehen, die solche Einsätze möglich machen. Ich habe überhaupt keine Bedenken, mit einem solchen Auto zu fahren. Ich denke mal 20 Jahre zurück, damals war ich ja Staatssekretärin im Bundesforschungsministerium, war im Daimler-Forschungszentrum im Ulm und da wurde mir ein Navigationssystem präsentiert. Und der Forschungsvorstand und ich saßen ganz schmal im Auto und um uns herum nur Technik. Damals Kofferraum voll, Rücksitz voll. Und heute fährt jeder mit dem Navigationssystem und verlässt sich darauf. Und so wird es auch beim autonomen Fahren sein. Ich freue mich auf diese Entwicklung. Da fällt mir ein, das Stichwort E-Mobility. Vor Jahren schon von Berlin herausgegeben als das Leitmotiv für diese Stadt. Viel davon sehe ich aber noch nicht. Na, man sieht schon einiges, ja, schon einiges denn es gibt keine Stadt in Deutschland, die so viele Elektroautos auf die Straße bringt wie Berlin. Jetzt ist gerade die Ausschreibung abgeschlossen worden, damit es auch ausreichend Ladestationen künftig in der Stadt gibt. Wir haben mit dem Schaufenster Elektromobilität, das ja der Bund und das Land Berlin gemeinsam finanziert haben, auch einen Impuls gegeben, dass Unternehmen in die Stadt gekommen sind, um elektromobile Lösungen hier zu erarbeiten. Das läuft sehr gut. Wir sind mit 30 Kernprojekten öffentlich finanziert gestartet. Über 200 Unternehmen führen inzwischen nach diesem Impuls eigene Projekte in der Stadt durch. Und denken Sie ans Carsharing, ja auch sehr beliebt in Berlin. Auch da sind elektromobile Fahrzeuge zunehmend im Einsatz. Ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass Berlin die Stadt ist für neue Mobilitätslösungen, was wir auch unseren Bürgern zu verdanken haben, die ja sehr aufgeschlossen sind, die unterschiedliche Verkehrsträger, ob öffentliche, ob individuelle, wie das Auto nutzen wollen in einem für sie optimalen Mix. Da sind Berliner vorn. Oder ein Elektrofahrrad. Oder ein Elektrofahrrad. Das ist ja auch ein Verkehrsträger, der mehr und mehr eine Rolle spielt in dieser Stadt. Und elektromobiles Fahren, ja,
Das ist zunächst eine Lösung für den städtischen Raum, aber wir wollen in Berlin ja auch zeigen, dass es eine urbane Lösung ist, die sich dann verbreitern lässt. Und also ich persönlich fahre Hybrid und finde das ganz fantastisch. Ja, das hört man gar nicht, das Rad nicht. Das ist so super leise. Es aber ist leise und für Autofans, es beschleunigt auch gut. Mir hat neulich einer erzählt von einer großen Firma hier in Berlin, die forschen auf dem Gebiet der Batteriespeicherung. Und er sagt mir, da kommt man nicht so richtig voran. Ja, ist das ein Schwerpunkt Ihrer Forschungsintensität, dass Sie sagen, wir haben das Problem der Speicherung der elektrischen Energie im Auto noch nicht befriedigend gelöst? Ist man da vielleicht dicht dabei? Das ist sicherlich eine große Aufgabe, an der auch weltweit gearbeitet wird. Speichertechnologien sind letztendlich der Schlüssel dazu, dass man Elektromobilität auch in die Fläche bringen kann. Aber Stichwort Speicher, natürlich gibt es Unternehmen, die daran arbeiten, aber ziehen wir es mal etwas weiter, der gesamte Energiesektor. Hier haben wir ja genau die Fragestellung Speichertechnologien, die letztendlich die Energiewende weiter beflügeln würden. Und da haben wir ja in Berlin die große, nicht nur Vision, sondern auch die konkrete Planung, dass die Hauptstadt, die ja nicht in erster Linie Energieerzeuger, sondern Verbrauchsstandort ist, das ist klar, eine Stadt, erzeugt selbst nicht so viel Energie, aber wir könnten mit Speichertechnologien die größte Batterie Deutschlands werden und damit eine Energiesenke werden für nicht Umwelt, Hamburg, sondern Berlin. Ja, das wird die Zukunft. Und für darüber umweltfreundlich erzeugte Energie sind wir die Energiesenke. Dahin große wir Vision kommen. Der Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung. Und das wird alles in Berlin kommen, da bin ich sicher. Denn das Jahr 2015 war schon erfolgreich. Und wir ziehen heute Bilanz in der Sendung TV Berlin Spezial mit der Senatorin Cornelia Itzer. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.